das PrismaFlex-System mit Jafron HA-Kartuschen parallel zu schalten, hier mit der HA380, benötigen Sie eine HA380-Kartusche, einen spezifischen Halter, um die HA-Kartusche senkrecht am Gerät zu halten, ein Leitungsset speziell für die HA-Kartusche, ein PrismaFlex-Leitungsset, 3 Liter Salzlösung mit oder ohne Heparin, das hängt vom Gerinnungshemmer ab, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Wenn Heparin als Gerinnungshemmer verwendet wurde, fügen Sie Einheiten von Heparin in die Kochsalzlösung, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben. Nach dem Schwerkraftpriming mit 3 Liter Kochsalzlösung mit oder ohne Heparin schließen Sie die PrismaSet-Leitung in der Postfilterposition im CVVH-Modus an, wie folgt. Entfernen Sie zunächst die blauen Klemmen. Öffnen Sie dann die roten Klemmen. Lassen Sie die weißen Klemmen geschlossen. Folgen Sie der roten Leitung und öffnen Sie die rote Klemme an der Unterseite der Kartusche. Öffnen Sie die blaue Klemme auf der Oberseite der Kartusche und öffnen Sie schließlich die blaue Klemme an der blauen Leitung. Wenn Sie die letzte Klemme entfernen, können Sie sehen, dass das Blut in beiden Systemen zirkuliert. Zusammenfassung: Das Blut zirkuliert, indem es aus dem oberen Teil des Hemofilters herausfließt und in die Leitung wieder hineinfließt. Es tritt von unten in die Kartusche ein und fließt nach oben und tritt oben wieder aus. Schließlich fließt es in die venöse Leitung des PrismaSets. In diesem Fall liegt die HA-Kartusche in der Nachfilterposition. Die CVVH-Behandlung mit Hämoperfusion ist in Gange.